Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn. So, gehen wir mal in den Keller, dann wissen wir, was uns da erwartet. Jemand war vor kurzem hier. Und die Frage ist, wer? Okay, das war einfach. Und wir haben nicht mal Schaden gekriegt. Okay, da ist... Ah! Das ist es also. Bevor wir dahin gehen, säubern wir die ganze Gegend. Hi ho! Hi ho! Das macht das Leben froh! Aber nur solange man lebt. Ein Punkt hier. Ein Punkt hier. Dann haben wir schon drei. Ich hoffe, das war keine schlechte Entscheidung. Und hier. Blockwahrscheinlichkeit erhöht. 10. Das sollte die nächsten drei Level sein. Gut. Wir machen alles frei. Dann. Da kämpft wer? Gegen wen haben die gekämpft? So. Sehr gut. Also mit Stufe 45. 45. 24. Wie komme ich auf 45? Stufe. Ah. Würde gerade sein. Wie kommt man denn da rein? Aber so. Schön alles aufsammeln. Nichts liegen lassen. Aber dass man das schon so von Weitem sehen kann, ist ein bisschen ungewöhnlich, oder? Ah, die Kiste habe ich nicht kaputt gemacht. Als ich vorhin hier reinkam. So. Gut, aber hilft das überhaupt irgendetwas, das Salz auf dem Boden? Ich meine, es wirkt gegen Dämonen und Geister, aber das sind Untote. Sollte denen nichts ausmachen. Aber ich bin auch nicht unbedingt in die... in der... ja... Mythologie dieses... Universums vertraut. Könnte also sein, dass es doch hilft. Und ich hier einfach irgendwelche Reden schwinge. Okay, haben wir. Gut, geht nicht kaputt. Weiter geht's. Aber die gehen kaputt. So. Ich kann nicht glauben, dass mich hier draußen jemand gefunden hat. Ich bin in diesem Keller gegangen, um nach Vorräten zu suchen und wurde von den Toten von der Oberfläche abgeschnitten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kasparov verschickt mich. Ich kann ein Riftgate für euch öffnen und euch in Sicherheit bringen. Du kannst das? Das weckt zwar nicht gerade mein Vertrauen in dich, aber andererseits mag ich die Alternative auch nicht. Portal auf! Sichere Reise. Okay, das war einfach. Ergo. Wir sind wieder hier draußen. Okay. Jetzt ist die Frage. Ist das mit dem hier verbunden oder... ist was? Ich kann mir nicht daran erinnern, dass wir da nicht weiter konnten. Oh.
Ich werde langsam alt. Ich kann mich an sowas nicht mehr erinnern. Also was war hier? Ah ja, Feuer. Gut, besser kurz überprüft, als lang nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, gehen wir hier entlang. Schauen wir mal. Da war eine Seite versteckt. Ursprung der Sliff. Seite 1. In der ganzen Geschichte unserer großen Nation wurde kein größeres Grausamkeit beobachtet als die Schöpfung der abscheulichen Ungeziefer, das wir Sliff nennen. Die Sliff, halb Mensch, halb Schlange, waren ein Beweis für die Gefahren der Akan und dienten als treibende Kraft hinter der Gründung der Gildam Arcanium und ihren strengeren Sanktionen gegen die Akan-Praktiken. Ihre Existenz verdankten die Sliffs einem einzigen Individuum, Oswald Hargate. Unterstützt durch das Familienvermögen und seine Leidenschaft für die Forschung, wollte Oswald sich ein Denkmal bei der Forschung des Arkan setzen. Er konnte nicht wissen, welchen bleibenden Fleck er bei allen Arkanisten und deren Fachgebiete durch sein Vermächtnis hinterlassen würde. Ursprung des Sliffs. So, haben wir hier irgendetwas, das wir noch benutzen können? Ne, das ist auch 14. Ich sehe nichts, was von Belang wäre. Okay. Gut. Machen wir einfach weiter. Ne, hier ist nichts. Okay. Es scheint, als wäre das hier nicht mit dem da drüben verbunden. So. Schlag um Schlag vernichten wir die Zombieherden. Und wir hier alles durchsuchen? Nein. Na klar nicht. Hier fehlen ganz viele Sachen. Moskitos und noch mehr Moskitos. So. I can't carry anymore. Schon soweit. Ach, was soll's. Dann gehen wir halt zurück. Der West Crossing. Verkaufen den Tant. Und leben weiter bis ans Ende unseres Lebens. Und. Nein. 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 Das. See you around. Oh, wir können ja auch die eine Quest gerade abgeben. Das ist sehr gut. Also. Kurz das rüber. Zusammenpacken. Sehr schön. Fehlt noch was? Nein. Ja. Ich glaube, ich behalte das, was wir im Moment anhaben. Wegen der Rüstung hätte ich gedacht, vielleicht wegen der Menge an Lebens-
Okay, aber Konstitution ist bei der anderen viel zu hoch, als dass wir sie einfach so wegwerfen können. Vielleicht ein anderes Mal. Gut. Da bist du ja. Vielen Dank, dass du mich rechtzeitig gerettet hast. Kasparov hat keine Zeit verschwendet und mich zurück an die Arbeit geschickt. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Frag einfach. Gern geschehen und danke. Gut, du bist Crossing Mike. You're back. Is there anything I can help you with? Könnt ihr mir Erfinderdienste anbieten? That poultry stuff? Busy work. Speak with my apprentice. She handles the menial labor. In Ordnung. Let's take a look, shall we? Bergung, Demontage, Transmutation. Erfinder. Beim Erfinder irgendetwas. Kann man... Goodbye for now. Ja, for now. For now. Gut. Was ist das denn? So. Die Ätherischen haben von Burridge aus den Weg nach Norden versperrt. Wahrscheinlich um jeden aufzuhalten, der versucht, dem Gemetzel zu entkommen. Es wäre eine mächtige Arkanes Ritual notwendig, um sie aufzulösen. Okay. Da wir keine Arkan-Rituale besitzen, können wir hier nichts machen. So. Dann geht es zurück. Warte, gerade eben... Da. Genau in... Da. Unter der Treppe versteckt sich einer? Ist denn der da hingekommen? Perfekt. Meine Vergeltung hat ihn umgebracht. Das können nicht viele von sich behaupten. Aber trifft sich sehr gut. Gut, dann bleibt wirklich nur noch der Weg nach oben. Hier ist wohl Kriegs Anwesen. Oh, hi. Hier noch mehr? Nein. Irgendeiner ist ausgewichen. Dann machen wir die hier Platz. Wo kommen denn die alle auf einmal her? Also für die XP will ich mich ja nicht beschweren. Ganz und gar nicht. Wow. Hat Spaß gemacht. Bevor wir hier weitermachen, das Zeug einsammeln, meine ich. Okay. Hier ist nichts versteckt. Zumindest nicht mehr als sonst.
finden. Aufseher Creeks Tagebuch. Einmal aufsammeln und dann Inquisitor Creeks Tagebuch. 3 und 4. Okay, Moment. Zuerst einmal Aufseher Creeks Tagebuch. Ich habe meinen zugewiesenen Behältnisse den örtlichen Gefängnisaufseher in Besitz genommen. Er erscheint in seinem Schlafzimmer und Ich erschien in seinem Schlafzimmer und schlug den Beitritt vor. Ich hatte Furcht und Skepsis erwartet, aber diese Menschen sind anscheinend bereit, jeden Pakt einzugehen, von dem sie sich Profit erhoffen. Creek ist kein besonders willensstarker Mensch, aber er ist hartnäckig und kratzte ständig an meinem Bewusstsein. Ich habe ihn jedoch unter Kontrolle. Creeks Position als Kerkermeister wird unseren Bemühungen sehr erleichtern. Seine Wohnung hat einen gewaltigen Keller, den wir als Untergrunddurchgang benutzen können, um unsere Aktivitäten und den Transport der Leichen zu verbergen. Es gibt noch viel Arbeit für unsere glorreiche Morgendämmerung vorzubereiten, aber mir gefällt dieser physische Körper ziemlich gut. Er hat viele Vorteile. Okay. Dann. Okay, 1 und 2 haben wir. Inquisitor Creek. Nachdem ich durch die trostlosen Gegend namens Whitemire gereist bin ich endlich in Burwich angekommen. Schon seit Jahren kursieren Geschichten von übernatürlichen Ereignissen über Whitemire und tatsächlich sorgt der Name selbst für Beunruhigung. Ich habe nicht viel von ihnen gehalten, aber meine jüngsten Erfahrungen machten die alten Geschichten etwas glaubwürdiger. Dennoch habe ich mein Ziel erreicht und offenbar hat der Aufseher von Devil's Crossing, der in Burwich wohnt, irgendwie meine Ankunft erwartet. Ein Fußsoldat begrüßte mich, als ich die Stadt betrat und bestand darauf, dass ich Creeks Einladung auf seinen Landsitz und untergebracht zu werden annehme. Ich finde das sehr merkwürdig, aber ich habe das Angebot angenommen. Da es meine beste Chance sein könnte, den Landsitz zu untersuchen. Werde diesen Eintrag kurz halten, da ich gerade zum gemeinsamen Abendessen mit Creek im Speisesaal gerufen wurde. Dies sollte sich als ausschlussreich erweisen. Und Nummer 4. Okay, das ist ein bisschen mehr. Oder? Ja. Ich bin jetzt seit über einer Woche Gast bei Aufseher Creek auf seinem Landsitz und mein Verdacht, dass hier etwas Furchtbares vorgeht, wächst mit jedem Tag. Jeden Tag begebe ich mich zu einem Ziel hin oder um Burwich um noch ein weiteres ungewöhnliches Verbrechen oder ein ominöses Gerücht zu untersuchen. Einige werden einfach als banale menschliches Verbrechen oder nur fantastische Geschichten abgetan, aber viele meiner Untersuchungen sind zu dunkleren Schlussfolgerungen gekommen. Ich habe das Gefühl, dass hier ein Muster entsteht, aber ich kann die Teile noch nicht zusammenfügen. Dies sind jedoch nebensächliche Fälle und der Hauptgrund meiner Beteiligung an ihnen ist, einen Vorwand für meinen anhaltenden Aufenthalt in Burwich zu haben. Creekser selbst ist der Fokus meiner primären Untersuchungen geworden. Trotz überwältigender Überzeugung, dass Creek nicht der ist, der er vorgibt zu sein und er höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art unnatürlicher Aktivität verwickelt ist, habe ich keine unwiderlegbaren Beweise eines Fehlverhaltens gefunden, die zum Einleiten einer
offiziellen Inquisitionen benutzt werden konnten. Ein Großteil des Landsitzes selbst ist für mich abgeschlossen. Oben gibt es Räume, aus denen Krieg und andere Besucher ein- und ausgehen, aber mir ist der Eintritt nicht gestattet. Noch seltsamer ist jedoch, dass ich in der Nacht von einem Geräusch aufgewacht bin, das sich anhört wie quietschende Wagen, die eine Straße entlang fahren, aber dann sah ich aus meinem Fenster auf das Dorf hinunter und konnte nichts sehen. Woher kommen diese Geräusche? Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter, aber bis jetzt bin ich mich nicht sicher, wer die Katz und, ist und wer die Maus. Wollte da machen und da. Okay. Dann geht es hier weiter. Okay, die haben jetzt ein bisschen mehr Leben. Machen auch ein bisschen mehr Schaden. Wie es scheint. So, schön eingesammelt. Und rein da. Also wir können uns direkt hier hin porten und ja, Platz haben wir noch. Das wird spannend. Hier überall die Särge. Da waren überall Menschen drin. Also die Destination war klar. Nur die Frage, warum? Oder für was sie die Leichen brauchen, sagen wir so. Sie schreiben, sie brauchen die Leichen, aber nicht für was. So. Ho, ho, ho. Okay, okay, ganz ruhig. Die sehen lebendiger aus, verdammt. Was machen die eigentlich mit den Untoten? Gehören die zusammen? Sind es diese Gefangene, die hierher verschleppt werden? Oder was soll das? Hm? Gut. Aha. Sonst noch was? Gut. Hier geht's nicht weiter. Aus dem Grund gehen wir wieder nach oben. Irgendwie war mir das zu verdächtig, denn es sind Gegner drin. Normalerweise sind ja keine Gegner in... im Geheim verstecken. Glaube ich zumindest. So. Und tonnenweise Sachen, die wir mitnehmen können. Oder gibt es im geheimen Versteck noch ein geheimen Versteck? Krankheit, was ist das? Aha, ein Bogen. Das scheint mir eine Abkürzung zu sein. Ich versuche es zuerst mal hier unten durch. Vielleicht erfahren wir irgendetwas. Wie zum Beispiel ein Haufen Gegner.
So, stirb, stirb. Okay, der Typ da lebt noch. Die zwei. Okay, und jetzt du. So einfach kann das gehen. Was haben wir hier? Nichts, wie es scheint. Okay. Verdammt, Spinnen. Warum kriegen wir so viel Schaden? Ist es ein Gift, das sie verwenden? Da schon wieder. Scheint irgendwie ein Geheimweg zu sein. Oder ein Geheimgang. Verdächtig. Da. Ja. Ist da vielleicht auch einer? So. Machen wir die zuerst platt. Okay. Jetzt wird's anspruchsvoller. Okay, der Weg zurück. Gut. Clownfetisch. Interessiert mich nicht. Froststahl. Da sind ja Sachen dabei. Gut, aber wie immer durchsuchen wir alles. Wow. Und sobald wir alles untersucht haben, da. Okay. Sehr interessant, sehr interessant. Okay. Und? Nein. Kann nicht kaputt gemacht werden. Das wird ja immer wie verwinkelter. Verwinkelt? Egal, unwichtig. Immer mehr Gänge, immer mehr Sachen. Leider kein Geheimgang. Aber gut, kein Problem. Gut. Geht nicht kaputt. Oh, hi Augen. Was? Ach so. Nahrungsmittel. So, mit euch. Also hier sind all die Leichen hin. Die laufen durch die Gegend. Mhm. Dann will die zuerst mal in die Luft.
Sehr gut. Das sieht jetzt nach einer Kammer aus oder sowas. Ist das der Geheimgang, den wir noch gefunden haben? Tja, und das gerechnet da gibt es keinen Ausgang. Aber gut. Da, noch eine Truhe. Genau da. Diese braunen Flecken. Könnte das Markierungen für Geheimgänge sein? Passen wird's. So, oh, top. Gut. Wie konnten sie nur noch Herr werden? Wir waren Herr der Lage. Hey! Ah, ist aufgestiegen. Wir werden besser geheilt. So, der Heilungsprozess ist ein bisschen stärker. Und kriegen mehr Gesundheit auf einen Schlag. Das ist gut. Da schon. Genau wie auf der Karte markiert. Dann wären sie ja keine Geheimgänge mehr, wenn man sie so einfach sehen kann. So. Sehr gut. Aufwachen. Okay, und hier rein. Die halten schon ein bisschen mehr aus. Gut. Es scheint hier keine Geheimgänge zu geben. War da gerade ein Gegner? Gut, und jetzt einfach darüber. Und da scheint es auch irgendwie einen Geheimgang zu geben. Aber da sieht man es. Sehr seltsam, die sind auch wieder da. Noch seltsamer. Okay, kein Ausgang wie beim anderen. Bist du denn? I can't carry my inventory anymore. Schon? Oh, ein neuer Ring, aber der ist nicht so gut. Wir behalten. Also wir nehmen die Dinge auch nur auf. My inventory is full. Wir nehmen sie auch nur auf, weil es Geld bringt. So. Oh, und wie ich gerade auf der Uhr sehe, ist die Zeit vorbei. Ihr verkauft das Zeug und bringt es ins Lager. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.